So, wir sind heute auf dem Indie Game Fest 2023, sagt man das so? Keine Ahnung. Köln am Wasserturm. Und schauen uns jetzt mal ganz viele Indies an. Ja, wir spielen ganz viele Indies und dann sagen wir euch, wie wir die fanden. So machen wir's. Finde ich gut. Viel Spaß. So, ich habe gerade Cookageddon gespielt, ein Action-Adventure, wo man einen von drei verschiedenen Köchen spielen kann und sich auf einer Insel voll mit Essen mit dem Essen prügelt. Klingt nach einer super guten Mechanik, hat mir viel Spaß gemacht, super flüssig. Die 15 Leute sind gerade fleißig am Entwickeln. Es gibt noch keinen Release-Termin, aber es sieht schon sehr gut aus. Und auf der Gamescom ist es auch vertreten, da werden wir es uns auf jeden Fall nochmal angucken. Schafe entkommen, oh, das gibt's doch gar nicht. So, wir stehen hier mit Fabian, dem Entwickler von Sheeping Logic Inc., einem Projekt der Friedrich Albert, lange Berufskolleg in Duisburg. Erzähl mal ein bisschen was zum Spiel. Wir haben das Spiel bei der Game Dev Week in Trier gemacht. Wir waren ein Team von drei, wir haben eine Woche dafür gebraucht. Und unsere Idee war halt, aus Dream Logic Dream Logistics zu machen, also ein Transportspiel, in dem es darum geht, Schafe zu transportieren, um den Leuten einen guten Schlaf zu ermöglichen. Sehr schön, also Lemminge mit gutem Schlafen quasi. Ja, ungefähr. Wo kann ich mir das Spiel runterladen, wenn ich Interesse habe? Auf itch.io. Einfach Sheeping Logic Inc. suchen. Auch wenn man es auf Google eingibt, ist, glaube ich, so das vierte Ergebnis. Da kann man es finden. Plant ihr, das Spiel noch weiterzuentwickeln? Oder ist es? Ja, haben wir vor. Schön. Ja, wir haben kurz reingeschaut in das Spielchen. Es ist ein Transportspiel von Schafen. Kurzweilig, lustig. Kann man sich angucken und sich mit dem Studiengang des Berufskollegs in Duisburg beschäftigen. Futurebox, Pinball, beziehungsweise das Ganze steckt in einer Arcade. War eine lustige Sache. Also Pinball, Flipper kennt wahrscheinlich jeder von euch. Dazu hatte ich eben so eine Brille auf, die das Ganze zu einem 3D-Bild macht. Und dann ist es quasi normales Flipper. Aber macht schon Spaß, weil das Ganze natürlich nicht physisch passiert, sondern eben digital auf einem Screen. Das Ganze ist noch natürlich in der Entwicklung, ist noch ein Studentenprojekt. Die haben schon Fördergelder für einen Prototypen gekriegt. Langfristiges Ziel könnte sein, dass so ein Ding vielleicht mal in eurer Lieblingskneipe steht. Was ich richtig cool fand an der Brille, warte, wo ist die Brille? Wo ist die Brille? Da ist die Brille. Da. Schaut mal hier, da ist so ein Tracking-Ding dran. Das heißt, wenn ich meinen Kopf bewegt habe, dann hat sich halt das Bild auf dem Screen auch mitbewegt. Das heißt, ich konnte gar nicht so richtig weggucken sozusagen und habe die Kugel immer im Blick gehabt. Das ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn kleinere Menschen, so wie ich oder Kinder, so halb über den Flipper gucken können. Das heißt, das Bild passt sich automatisch dem Benutzer und seiner Körpergröße an. Finde ich eine schöne Sache, hat Spaß gemacht und jetzt geht's weiter. So, wir haben Rescue's Escape gespielt. Das konnte man sogar im Koop spielen. Ist so ein. Ich war ein Eichhörnchen. Und ich war ein Bär. Das ist so ein kleines Rätsel-Adventure. Ja. Man versucht, ein Rescue zu finden, der durch ganz Europa reist. Und dabei trifft man halt andere Tiere, die einem Aufgaben geben, die ein bisschen über die jeweiligen Städte was erzählen. Also man lernt sogar was bei den Spielen. Das ist immer sehr gut, finde ich. Und sie sprechen die Landessprache. Scheint sehr kurzweilig zu sein. Ja. Ja. Scheint Familienspiel zu sein, so wie es aussieht. Für uns. Für uns, beide. Ein Spiel, wo man einen Fußball tritt, da waren Manu und ich natürlich Feuer und Flamme. Footgun heißt das Ganze. Ein Roguelike, wo man, wie gesagt, mit Bällen Gegner kaputt schießt. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. War eine sehr ungewöhnliche Mechanik. Man muss ein bisschen reinkommen. Also ich will nicht sagen, dass es sehr random bei mir war, was ich gemacht habe, aber schon. Manu, was hast du denn?
Es hat auf jeden Fall Potenzial, es weiterzuentwickeln. Wir hatten kurz mit dem Entwickler gesprochen, es ist tatsächlich eine Person, was der Wahnsinn ist, also dass ein Mensch so ein Spiel auf die Beine stellt. Er will noch weitere Biotope einführen, er will vielleicht auch so ein bisschen mit der Schwerkraft rumspielen, hat er ja als Gedanken im Kopf. Du kannst natürlich unglaublich viel machen mit dieser Ballmechanik. Er arbeitet sehr viel mit Schrägen momentan, von denen dann die Bälle abprallen. Er überlegt noch weitere Mechaniken, die er einbringen kann, um dieses Ballspiel noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Aber ansonsten ist tatsächlich dieses Ball hochhalten, Ball schießen, damit Gegner kaputt zu machen, was Neues und durchaus Spaßiges. Also uns Jungs trifft's auf jeden Fall. So, der Chris hat mir den Tipp gegeben, hier, It's a Rap, spiel das mal, das macht super Spaß. Und er hatte recht, das ist eine richtig geile Idee, gerade für jemanden, der wie ich sonst im Videoschnitt sitzt und zum Beispiel auch dieses Video hier schneidet. Man spielt halt einen Schauspieler, der durch eine bestimmte Szene in einem fiktiven Hollywood-Film laufen muss. Aber da geht immer alles schief und in der Timeline muss man halt dann die verschiedenen Elemente der Szene so gerade rücken, dass genau dann alles im richtigen Moment passiert und unser Held unbeschadet ans Ziel kommt. Klingt einfach, ist aber ganz schön kniffelig. Also nach den ersten paar Szenen merkt man schon, oha, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Die Optik finde ich super schön, einfach sehr schöne, clean Comic-Grafik. Der Humor spielt natürlich auch eine Rolle. Und ich liebe ja einfach so, ja, sagen wir mal, Spielideen, die einfach aber genial sind. Es ist so einfach, sich das auszudenken. Warum ist da noch nicht eher einer drauf gekommen, Spielszenen in einer Timeline zu arrangieren und das als Puzzle darzustellen? Finde ich sehr schön. It's a Rap. Finde ich gut. Was hast du gesagt? Wann kam das raus? Wahrscheinlich? Wahrscheinlich August, September. Hoffentlich. Drückt uns die Daumen. Wir drücken natürlich die Daumen. It's a Rap. Christian und ich kommen von einer Partie Two Strikes. Wie der Name schon sagt, zwei leichte Attacken und man ist K.O. oder eine schwere Attacke und man ist K.O. Also Button-Mashing gehört der Vergangenheit an. Sehr taktisch. Blocken, hatte ich das Gefühl, musstest du sehr genau tun. Animation-Canceling. Ich rede, als ob ich Profi wäre. Ich bin auch nur der Button-Masher bei Kampfsportspielen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähnlich. Ähnlich. Spaß gemacht hat es trotzdem. Also, das Spiel befindet sich im Early Access auf Steam. Er sucht noch einen Publisher, der Entwickler ist seit 4 Jahren daran am Arbeiten, macht bisher einen ganz guten Eindruck. Auch der Grafikstil ist mal was anderes, also schaut es euch gerne mal an. Ich habe gerade Kind Nature gespielt, ein Deckbuilding-Game, da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Und ich habe noch den Entwickler neben mir und du erklärst mir mal, warum du auf die Idee gekommen bist. Und ja, also wir sind selbst voll die Deckbuilding-Spieler und wir wollten ein bisschen ja, das Genre ja, innovatieren, sage ich mal, und noch ein anderes Genre mit reinmischen. Deswegen haben wir jetzt bei Kind Nature ein Deckbuilding-Spiel mit einem Camp-Ausbauspiel, Basenbauspiel kombiniert. Ja, das finde ich sehr cool, weil man macht ja nicht nur Deckbuilding, sondern man geht auch auf Missionen und der Roguelike-Aspekt ist quasi, dass ich auf diese Mission sterben kann, aber wieder zurück ins Deck, ins Camp gehe. Also nicht alles verliere. Das ist für jemanden wie mich, der nicht so viel Zeit hat, immer sehr nett. Und gibt es denn auch verschiedene Klassen, wie jetzt zum Beispiel bei Slay the Spire? Im Grunde die Klassen baust du dir selbst, indem du verschiedene Karten in dein Deck mischst. Also du kannst sowohl dein eigenes Basisdeck als auch den Kartenpool, wo neue Karten rauskriegst, selbst bauen und dadurch halt so, ich sag mal, die typischen Kriegersachen und kannst ganz viele Attack-Karten reinnehmen oder eher auf Verteidigung gehen. Also im Grunde als Spieler kannst du selbst Entscheidungen treffen, ja. Ziemlich cool. Und das wichtigste Feature hast du jetzt noch verschwiegen, es gibt einen Hund. Oh ja, der Hund, der holt ja immer neue Karten. Das heißt, man sammelt genug Punkte, um den Hund zurückzuschicken. Und dann kriegt man sehr starke Karten. Wir hatten schon gesehen, eine Knarre war dabei. Ich meine, der Hund, der hat es schon ziemlich drauf. Und in Zukunft werden noch weitere Tiere dazukommen. Ein bisschen exotischer, wie jetzt ein Hirsch oder ein Bär, kann man dann auch mitnehmen. Ja, genau. Ja, sehr cool. Und man spielt auch in echten Städten. Also wir sind gerade durch Köln gelaufen quasi. Bleibt man in Deutschland? Es kommen noch andere Länder dazu. Wir haben uns jetzt auf Deutschland fokussiert, klar, weil wir hier aus den Messen ausstellen. Aber es werden da jetzt in nächster Zeit dann noch Frankreich und Niederlande dazukommen, weil wir da schon ein paar Ideen haben. Und ich glaube so für Europa, dass halt so Länder sind, die auch man außerhalb von Europa kennt. Und du hast gesagt, nach der Gamescom kommt die Demo? Genau, also man kann das Spiel jetzt schon wishlisten, aber die Demo kommt nach der Gamescom, also Ende August raus.
Das Spiel ist geplant, Ende 2024 rauszubekommen, aber ja, genau, wir arbeiten darauf hin und vielleicht kann man vorher schon mal in Early Access starten, aber die Demo wird auf jeden Fall bald draußen sein. Ja, sehr cool. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Guckt es euch an, Wishlist und dann die Demo nach der Gamescom. Dann viel Erfolg damit. Vielen Dank. Da habe ich natürlich eine klasse Kratzer gekriegt jetzt gerade. Das war bis zum zweiten Mal gut mitgehalten. Klatsche für Herrn Börs. Klatsche, es gab eine Reise. Ja, ich habe gerade gesagt, Airhockey in Betrunken. Ja. Das kommt ganz gut hin. Ja. Puck Panic, einfach den Ball, den Puck ins gegnerische Tor. Irgendwie mit Dashen und ganz wilden Portalen. Ganz wilden Portalen. Bei mir war es am Ende auch eher die Panik als der Puck. Als es 2-2 stand, bis dahin habe ich gut mitgehalten, dann kam die Panik ins Spiel. Also Name passt. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, denn dieses Ding ist in 4 Tagen Game Jam entstanden. Ja. Ne? Also ein Game Jam müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Junge Entwickler tun sich zusammen, sagen, komm, wir bauen mal ein Spiel, worauf wir Bock haben. Und in 4 Tagen sowas auf die Beine zu stellen, könnte ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Revanche? Gerne. Okay. Jo, so, hat Spaß gemacht. Das haben wir ungefähr auch nach jedem Spiel gesagt. Es hat Spaß gemacht, aber es stimmt ja auch irgendwie, oder nicht? Ja, also ich finde, die Indies wurden hier sehr gut abgedeckt, weil es war wirklich alles Mögliche an Spielen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, das alles mal zu erleben. Ist aber auch, wir waren jetzt irgendwie 3 Stunden hier und man ist völlig overwhelmed. Man kann sich gar nicht mehr an alle erinnern irgendwie. Genau, wir haben ja auch schon längst nicht alle gespielt. Wir haben versucht, mal so einen Querbeet-Mix zu machen, also nicht nur immer die gleichen Genres. Was ich sehr gut fand, ist, das waren unheimlich viele Studentenprojekte dabei, unheimlich viele Schülerprojekte. Die halt natürlich irgendwo ganz low level sind, was das Entwicklungsniveau angeht. Aber wenn man dann hört, so ja, wir haben das und das in ein paar Tagen auf die Beine gestellt, dann denke ich mir so, okay, ich stelle weniger in ein paar Tagen auf die Beine. Ja, ist beeindruckend, wie kleine Teams, irgendwie 1-2 Leute waren ja viele der Studios, was die in entweder jahrelanger Kleinarbeit auf die Beine gestellt haben oder halt wirklich in so irgendwie kleinen Dev-Streams irgendwie, wo sie gesagt haben, komm, wir setzen uns mal 4 Tage zusammen und ballern mal ein Spiel raus. Wahnsinn, also auch die Kreativität. Also wenn du so die Spiele anguckst, es waren alle Bandbreiten vorhanden von irgendwie Puzzeln über Jump'n'Runs, Roguelikes, Shooter, es war alles dabei. Also das, glaube ich, da hat sich viel getan im Indie-Markt. 3D-Pinball war auch am Start, also es war wirklich alles da. Was waren eure Highlights, so einmal kurz raus? Ein Highlight war sicherlich das Spiel, was wir euch lieber nicht gezeigt haben, weil das noch kein Rating hat, weil man da Leichen stapeln kann. Das haben wir gedacht, okay, ja, vielleicht nicht so ganz so cool, wenn das dann irgendwie indiziert wird irgendwann. Nein, am liebsten habe ich tatsächlich, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber dieses It's a Rap, das mit dem... mit den Filmszenen, das fand ich von der Idee am geilsten, das fand ich von der Grafik am schönsten. Das hatte einen sehr, sehr guten Flow und da weiß ich, das ist so diese Art Spiel, da kann ich mich Stunden mit beschäftigen. Das ist immer ganz gefährlich, sowas. Ich fand, bei dem Spiel hast du aber auch gemerkt, die sind kurz vor Release. Mhm. Also ne, das Spiel war schon flüssig, die Animation, alles, das hat echt gut geklappt, hat Spaß gemacht. Und bei dir? Rein vom Zuschauen hätte ich auch It's a Rap genommen. Vom Spielen, du weißt es, ich bin nicht so der Pixel-Optik-Mensch. Footgun, das Gameplay hat aber unglaublichen Spaß gemacht. Also wenn man da reinkommt mit den Bällen jongliert, ich glaube, wenn er da noch ein bisschen Gehirnschmalz, das war dieses Projekt von einem Entwickler wohlgemerkt, also es ist schon Wahnsinn, ein Entwickler, wenn der da noch ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, wie er noch irgendwie verschiedene Bälle und Biome arbeitet er gerade dran, wenn er das hinkriegt, dann wird das auch ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Ja, so, ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch irgendwie so eine Bratwurst oder sowas. Ein kühles Getränk. Ich fand übrigens Kind Nature noch ganz cool. Ah, ja. Deckbuilding klappt bei mir immer. Und die haben halt diese kleine Camp-Mechanik reingepackt. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch großes Potenzial. Sind auch nicht so viele Leute, deswegen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit und ich muss eh noch ein bisschen Diablo spielen. Also. Ja. Wenn ihr noch ein paar Indies euch anschauen wollt, wir versuchen so viele Links wie möglich von den Spielen in die Videobeschreibung zu setzen, falls die schon irgendwo downloadbar sind oder als Demo oder so. Dann guckt einfach mal da rein. Ansonsten, denke ich mal, werdet ihr die meisten davon noch auf der Gamescom sehen, in den verschiedenen Indie-Areas. Und ja, wir würden dann auch wie immer auf dem Kanal noch weitere Indies immer mal wieder vorstellen. Machen wir gern.
Und ein Thema ganz wichtig für die Indies, Wishlist bei Steam. Also wenn ihr Spiele cool findet, einfach Wishlist. Ihr müsst ja nicht mal unbedingt kaufen, aber es scheint super, super wichtig für den Algorithmus zu sein, die bei Wishlist reinzudrücken. Also wenn ihr ein Spiel cool findet, Wishlist, da freuen sich alle. Und uns könnt ihr nicht wishlisten, aber ihr könnt uns abonnieren, falls ihr das noch nicht längst getan habt, und Glocke setzen, nicht vergessen. So, tschüssi.